Wir wissen ja, dass es wahrscheinlich morgen so weit wird. Und wir wissen auch, dass es nur einige Familien letztendlich sind, die dann wieder zusammengeführt werden können, deren Entführte freigekommen werden. Wie kommt denn dieser Geiseldeal, wenn man ihn so salopp benennen kann, bei den Familien an in Israel? Also ich stehe hier im Zentrum von Tel Aviv an einem Platz, wo Geiselfamilien sich versammelt haben und deren Unterstützer. Und man merkt hier, ist so eine Mischung aus Anspannung und Hoffnung. Anspannung, weil immer noch nicht ganz klar ist, wer da jetzt eigentlich freigelassen werden soll. Es soll im Laufe des Abends eine erste Liste veröffentlicht werden. Anspannung auch, weil die Familien nicht wissen, wie es ihren Angehörigen geht, gesundheitlich, wie viele überhaupt noch am Leben sind und ob das Ganze über die kommenden Tage mit der Waffenruhe überhaupt klappt. Hoffnung aber auch, weil diese Entwicklungen jetzt zeigen, dass sich etwas möglicherweise erreichen lässt mit Verhandlungen. Und die große Hoffnung ist natürlich, dass sich mit Verhandlungen letztlich auch alle Geiseln dann befreien lassen, weil das ist ja das Ziel der Familien. Was ist denn bislang bekannt über den Deal? Es gibt ja eine Waffenruhe sozusagen als Gegenleistung von Israel gegenüber Hamas von einigen Tagen, die aber auch ausgeweitet werden kann, ne? Also es geht um 50 Geiseln im Austausch gegen 150 Gefangene, palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen. Auf beiden Seiten geht es um Frauen und Minderjährige. Es wird wahrscheinlich sich bei den Minderjährigen auf der palästinensischen Seite um möglicherweise welche handeln, die in den vergangenen Jahren erst festgenommen wurden. Erst in den vergangenen 2 Jahren sehr viele. Häufig, weil sie Steine geworfen haben sollen, die öffentliche Ordnung gestört haben sollen, Soldaten angegriffen haben sollen. Mhm. Soweit auf der palästinensischen Seite. Es sollen auch Hilfsgüter nun hineinkommen können, und zwar mehr Hilfsgüter als bisher. Da war das ja wirklich eine sehr überschaubare Zahl. Was wissen wir dazu? Was ist dazu ausgehandelt worden? Wie wird das vonstatten gehen? Ja, es wird berichtet, dass jetzt mehr Hilfsgüter reinkommen sollen, über den Grenzübergang Rafah, wie bisher auch. Denn die Situation im Gazastreifen ist katastrophal. Es fehlt an allem. Es fehlt an Essen, an sauberem Wasser. Es fehlt an Treibstoff, um Generatoren zu betreiben, um überhaupt auch zum Beispiel die Generatoren fürs Handynetz zu betreiben. Das ist in der Vergangenheit auch immer wieder zusammengebrochen. Und sehr, sehr viele Menschen sind geflohen. Und für die bedeutet diese Waffenruhe natürlich eine gewisse Erleichterung, dass jetzt über einige Tage hinweg es bei keine Angriffe wohl sein werden. Allerdings, die können auch nicht einfach zurück nach Hause. Viele, viele Häuser sind zerstört. Viele Menschen haben ihr ganzes Leben letztlich in den vergangenen Wochen dort auch verloren. Was heißt das für die NGOs, für die Nichtregierungsorganisationen und auch für die Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz? Das Rote Kreuz zum Beispiel soll daran beteiligt sein, die Geiseln zu übergeben. Also das heißt, wenn es zu dieser Waffenruhe kommt, dann sollen die Geiseln ans Rote Kreuz übergeben werden und dann über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten kommen und von dort nach Israel ausgeflogen werden. Die spielen dabei also eine Rolle. Frau von Ettern, noch eins zu dem Prozedere. Es ist ja so, dass das wahrscheinlich immer so ist, dass einige israelische Geiseln freigelassen werden und einige palästinensische Geiseln und sich dann entscheidet, wie weit die Waffenruhe ausgedehnt wird. Ist das so oder gibt es da schon etwas mehr an Informationen zu? Bislang ist von 4 Tagen die Rede, also 4 Tage Waffenruhe, im Zuge derer dann nach und nach sowohl israelische Geiseln als auch palästinensische Gefangene freigelassen werden. Das ist aber eine sehr komplizierte Situation. Also man muss sich bewusst machen, die israelischen Soldaten bleiben im Gazastreifen. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, wenn irgendwelche Schüsse fallen, wenn Hamas-Kämpfer doch angreifen sollten, dann könnte das diese Waffenruhe und letztlich auch die Freilassung der Geiseln gefährden. Also eine sehr fragile Vereinbarung. Herzlichen Dank, Sophie von Nettern, dass Sie uns das ein wenig erläutert haben. Guten Abend nach Tel Aviv.